Man vermutet es kaum. Im schmalen Frohnbachtal, direkt bei Oberwolfach, befindet sich eines der größten Silberbergwerke des Schwarzwalds der vergangenen Jahrhunderte. Die Grube Wenzel hat eine traditionsreiche Geschichte, die etwa im Jahre 1300 begann. Bis 1823 wurden hier Silber und andere Erze abgebaut. Seit 2001 ist die Grube ein Besucherbergwerk, das von März bis Oktober große und kleine Gäste in den geheimnisvollen, dunklen Alltag der Bergleute vergangener Zeiten entführt. Nach einer kurzen, fachkundigen Einführung geht es über ein weit verzweigtes, fast 1000 Meter langes Netz von Gängen, Schächten und Leitern in den Bauch des Berges. Während der etwa eineinhalbstündigen Führung erfahren die Besucher, wie anstrengend der Alltag eines Bergmanns der damaligen Zeit war. Ihm standen als einzige Werkzeuge nur Hammer, Meißel und Schubkarre zur Verfügung. Ganz nach Bergmanns Manier werden nach beendeter Untertagetour die Stiefel sauber geputzt und die gesamte Ausrüstung wieder ordentlich im Regal verstaut. Denn die nächste Schicht wartet schon gespannt auf ihre ganz besondere Zeitreise.